Mein Name ist Kirill Golovchenko. Ich bin Ukrainer und ich bin am Schwarzen Meer aufgewachsen in der schönen Stadt Odessa. Ich für EP mache, ist über Strand, was für mich ganz logisch ist, weil das ist meine Kindheit, meine Jugend habe ich am Strand verbracht. Und ich finde generell, dass am Strand etwas anderes geschieht als sonst wo. Das ist ein öffentlicher Platz. Ich bin der Meinung, dass die Menschen dort konfrontiert sind damit, wie sie es tun, wie sie sich kleiden, wie sie sich verhalten, was tun sie überhaupt am Strand. Weil für viele ist das eine Ausnahmesituation. Sie sind erstes Mal im Leben als erwachsener Mensch zum Beispiel zum Schwarzen Meer gefahren. Für diese Arbeit habe ich einen Mittel benutzt, um die Bilder zu machen. Meine Tochter hatte einen Schwimmring, weil sie war 5, 6 und sie hat gelernt zu schwimmen. Und sie hatte so einen wunderschönen blauen Ring, blau wie dieses Wasser im Schwarzen Meer. Und ich habe das genommen und habe durch diesen Ring fotografiert. Es gibt Strandabschnitte, wo ich nichts fotografieren kann. Und es gibt andere, wo es ganz, ganz interessant ist. Und das hängt alles von der Optik des Strands, auch von den Menschen, die dorthin kommen. Das muss zusammenpassen.